Jo, meine Spider-Man-Freunde, was geht mal wieder ab? Willkommen zu einer Folge hier in Spider-Man 2 mit dem lieben Miles jetzt hier in dieser Veranstaltung. Wir müssen jetzt hier den Trompeter finden und einfach die Instrumente von diesem Museum in Harlem zurückholen und das Museum natürlich wieder retten. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Gerne supporten, Leute, liken, kommentieren. Und ja, dann gehen wir jetzt mal hier rein mit dem lieben Miles und ja, was geht hier ab? So, dann suchen wir mal den Trompeter. Können wir hier irgendwas vielleicht auch anschauen? Sprich, Stände. Mit Leuten vielleicht ein bisschen reden, ein bisschen quasseln. Wir müssen ein Flughorn finden. Okay, okay. Ja, dann gehen wir jetzt mal dann zur hier hin, ja. Hey, na? Hey, Miles. Hey, Steph. Steph. Was gibt's? Bist du mit Gloria Steph hier? Nee, sie arbeitet. Ich bin gerade angekommen. Ich suche einen Trompeter. Hast du einen gesehen? Ja, Theo ist hier und spielt Trompete. Theo spielt Trompete? Theos Bodega-Theo? Ich glaube, er war dort drüben beim Tor. Toll, danke, Steph. Und grüß Gloria von mir. Jetzt aber auch die Frage, ne? Gloria arbeitet ja gerade bei Fies und Martin Lee hat das Fies ja erschaffen. Und was macht eigentlich gerade der Martin Lee? So, ist er gerade am Rumlaufen, chillt er ein bisschen oder versucht er irgendwie wieder Leben aufzubauen? Ja, das interessiert mich mal, ob Martin Lee wieder vorkommt, vielleicht irgendwann. Das würde ich schon eigentlich fühlen. So, alle Festivalbesucher hier am Start. Oh yeah. Oh, Banner Fuerte, was ist denn ein Banner Fuerte? Hey, Camila. Hey. Hola, Signora. Kann ich dir was anbieten? Oh, nein, danke. Ich suche Theo. Hast du ihn gesehen? Ich war im Truck beschäftigt, aber ich höre ihn. Folg einfach dem Klang seiner Trompete. Mach ich. Bis später dann. Lass mich raten, es wird dann zu Problemen kommen mit der Trompete. Ich würde jetzt mal hier behaupten... Oh, es ist laut hier gerade. Ah, hier, Theo. Danke, Leute. Ist das der Theos-Bodega, Theo? Mit dem Spider-Man, mit der Spider-Man-Katze, oder... Ah, Tatsache, Spider-Man! Hi, oh, Spider-Man. Na, was geht's? Kommt wieder vor, ist hey, süß, ey. Theo! Guter Sound. Ich wusste gar nicht, dass du Trompete spielst. So lala, so lala. Hey, ich wollte dich anrufen. Als ich vorhin bei Keynote Music war, brachten ein paar Kids ein Saxophon hin, das sie auf der Straße gefunden haben. Ich dachte, es könnte das aus dem Museum sein. Ich möchte niemandem Ärger bereiten. Sie hatten ja gute Absichten. Ja, das könnte gut sein. Meinst du Keynote auf der Cathedral? Ja, sprich mit Eugene. Danke, ich geh mal hin. Die Trompete klingt toll. Kann ich Spidey streichen oder so? Ein bisschen so Gugugaga machen? Ah, okay, hey, was beim Action? Ich hab das Saxophon gefunden und hole es jetzt ab. Ay, bendito. Angela wird so erleichtert sein. Das könnte das Museum retten. Hey, wusstest du, dass Theo Trompete spielt? Und das ziemlich gut. Mit Publikum und so. Der ganze Park hat gefeiert. Genau darum ist das Museum so wichtig. Musik bereichert unsere Gemeinde und bringt uns zusammen. Spricht da meine Mutter oder Stadträtin Morales? So. Oh. Oh. Das sieht nicht gut aus. Oh. Hey, Spider-Man! Ich wollte es gerade in deiner App melden. Was ist dir passiert? Ein paar fiese Typen haben Eugene gerade weggezerrt. Da stimmt was nicht. Sie sind da lang. Danke, ich seh's mir an. Digga, wie ehrenlos. Finde den Ladenbesitzer. Ich sollte mal nach Hinweisen scannen. Also, den Hammer auf jeden Fall. Der muss gescannt werden. Typen in Glasscherben liegend. Alarm oder Eugene so? Finden. Die Tür, nee. Hier, nee. Hier auch, nee. Hier ist irgendwas in der Nähe. Aber was ist hier in der Nähe? Was könnte es denn hier sein? Hier? Nee. Blockiert. Ah, ich glaube, da sind rote Punkte auf der Karte. Ist da eine böse Bande oder was? Oh, Tatsache. Hallo. Schnellschieß, lass ihn mal bitte in Ruhe, Alter. So, bam. Leute, der ist schon tot. Wenn ihr ein Instrument lernen wollt, gibt es sehr viel bessere Möglichkeiten. Das ist die Spinne. Dummer Idiot. So, bam. Hier kommt der Rest der Band. Holt euch die Spinne. Seid doch einfach nur ruhig. So, bam, Junge. Ich mache noch ein bisschen hier diese Animation an und dann mache ich den Lauf der Folge wieder aus, wie ich in der letzten Folge schon machen wollte. Dann habe ich einmal noch vergessen hier. So, Zeug. Und bam, Junge. Weg mit dir, her mit den Instrumenten. Was ist das denn für eine Mission? Gib mir die einfach das Saxophon und die Trompete. Na, steh auf. Was ist los? Eugene heißt er. Danke, Spider-Man. Alles okay?
Die paar blauen Flecken sind okay, solange ich noch die Schlüssel habe. Hier, mach den Kofferraum auf. Oh. Nice. Kannst du ein bisschen spielen, Miles? Bisschen Saxophon spielen? Charlie Parker Saxophon. Ja, das einzig wahre. Ich wollte es zurück ins Museum bringen, als diese Typen reinstürmten. Mit diesem Ding hat er sein Meisterwerk aufgenommen. Ornithology, 1946. Bist du Bird-Fan? Mein Vater war einer. Ich weiß nicht viel über alte Musik. Alt? Wenn man heutige MCs hört, die synkopierte Akzente nutzen, den Offbeat betonen und mit dem Rhythmus spielen, das ist nichts als Bebop. Nächstes Mal muss ich genauer hinhören. Ich bringe es sofort zurück ins Museum. Dann rufe ich meine Versicherung an. Okay, danke, Mann. Warum so dramatisch? Wenn ich doch nur an das Telefon reinkäme, mit dem sie mit ihrem Drahtzieher kommuniziert haben. Wow. Alle Nullen zusammen ergeben das Wort Passwort als Passwort. Nur ein Mitternachtstreffen mit einem kriminellen Genie. Gar kein Ding. Es sind weiter, oder was, die Mission? Okay, krass. Ach, das ist mal vorbei hier, aber nee, es geht weiter. Keynote Music. Okay, besiege die Museumsanbrecher. Abgeschlossen. Ah, ist erstmal zu Ende hier. Aber geht es jetzt auch weiter mit der Mission? Ich würde gerne weitermachen hier. So, würde ich sagen, wir machen jetzt mal Anzugswechsel und dann schauen wir zur nächsten Mission. Ich würde mal einfach den Black Panther-Anzug mal tragen hier. Ich finde, der sieht auch ein bisschen sonderbarer aus, aber irgendwie mag ich den. Oder was meint ihr, Leute? Glaube ich einfach ein Tribute auch an den Schauspieler von Black Panther. Oder vielleicht auch ein Teaser für ein Black Panther-Spiel. Kommt da auch, glaube ich, eins raus? Wird, glaube ich, von EA entwickelt. Oder die machen das Iron-Spiel. Ich weiß nicht genau, was es war. Aber so wäre cool, wenn es im selben Universum wäre. Aber da müssen auch die Games gut sein, ne? Also die müssen auch natürlich standhalten mit den Spider-Man-Spielen. Dann gehen wir jetzt mal zum Boss und ja. Und die restlichen Museumsstücke zu finden. Die Frage ist aber, wer ist der Boss? Ich hoffe, der Boss ist jemand, den wir vielleicht kennen oder so, ne? Oder so eine Figur, wo wir sagen so, yo, das ist der Boss, der klaut Instrumente? Bin gespannt, du. Dann gehen wir jetzt mal hier hin und sagen dann dem Boss mal Hallihallo. Ja, cool, auch mit den Ketten und so von Black Panther. Sieht schon cool aus, du. Sieht schon cool aus. Sie wollten uns bei unserer letzten Lieferung bezahlen. Ihr werdet bezahlt, wenn alles geliefert ist. Darren. Wo ist es? Wo ist was? Louis sagte, ihr bringt das Saxophon. Ist das nicht dieser... Louis, ja? Louis wurde... Ist das nicht dieser... Sorry. Er hat kein Saxophon. Ihr habt das Treffen organisiert. Nein, haben wir nicht. Wo ist unser Geld? Wo ist das Saxophon? Darren? Der will doch das Museum finanzieren, oder nicht? Hat er doch gesagt. Museum? Ja. Mischen wir die Party auf. Dann reden wir mit ihm. Ach, krass. Sollt ihr den ganzen Haufen einwickeln, bevor sie noch jemanden verletzen? Okay. Wir haben es satt, dass wir nicht bezahlt werden. Was macht der denn hier? Wir brauchen Leon mit der großen Bombe. Alter. Ja, jetzt Hilfe, ne? Wirklich? Ja, die sagen, das ist nicht wahr. Alter, let's go. Die sagen, das ist nicht wahr. Ich glaube, der Darren will irgendwas sabotieren. Ne? Heraus, Darren. Was hast du vor, Junge? Das waren wohl alle. Ja. Gehen wir der Sache mit Darren auf den Grund. Mhm. Ah, danke, Spider-Man. Ich versichere dir, es gibt eine vernünftige Erklärung. Das wirkt extrem zwielichtig. Warte, bis Stadträtin Morales hört, dass du darin verwickelt bist. Leon ist hier! Zeit, eine Spinne zu vernichten! Darren, bleib zurück! Okay, noch mehr Gegner, aber... Eine Bazooka wird's beide nicht aufhalten, du. Kann ich mal sagen, ja. So, halt dein Maul hier. Finishen. Ah, das ist doch ein Dicker gewesen hier, aber der ist jetzt erledigt auf dem Blaster. Sehr gut. So, bam. Jux.
Bam, Junge. Alter, let's go. Diese Attacke ist geil mit den Ranziehen der Gegner. Das gefällt mir sehr, so. Sprint. Bam. So, sehr gut. Hey, mal auf hier mit deinem Stock, du. So, Darren weg, oder wie? Oh mein Darren? Gott, das ist so ein Hund. Soll das ein Scherz sein? Das ist so ein Hund, genau der Darren, hier? Ne? Ja, der ist weggelaufen. Der Hund ist weggelaufen. Seine Nummer. Auch bestimmt blockiert. Wird safe blockiert. Oder? Er muss in der Nähe sein. Digga, das ist... Ach, Darren, Bro. Die bösen Jungs jagen Darren. Ist doch verständlich. Sie wollen ihr Geld. Geister! Luis, bist du es? Darren, halt den Wagen an! Spider-Man? Kannst du wenigstens die Typen hinter mir stoppen? Du wolltest die Sachen nicht zurückholen. Du hast von Anfang an hinter dem Raub gesteckt. Diese Dinge am Herzen! Nein, du hast nur so getan! Und hast dann das Museum bestohlen! Und diesem Ort seine Geschichte! Das ist die Geschichte meiner Familie! Ich erwarte nicht, dass du das verstehst! Es bin wohl nicht ich, der hier nicht versteht! Erst müssen die anderen Bösewichte weg! Wir müssen das stoppen und all diese Leute einbuchten! Auch Darren! Die Polizei ist gleich da! Ich muss zu Darren! Digga, wie schnell fährt Darren? Du bist noch da? Ja, du Knecht. Mein Vater war einer der erfolgreichsten Musikproduzenten aller Zeiten. Er war für die Hälfte der Künstler im Museum verantwortlich. Schön für ihn. Jetzt halt das Auto an und sag mir, wo die restlichen Stücke sind. Darren einfach, der fährt aber ganz komisch. Wo ist die Polizei, die ihn aufhält, Alter? Geisterfahrer, gestört, der fährt aber viel zu schnell, du. Sehr, sehr schnell fährt er. Mit so einem Auto, Junge. Wir grüßen Spidey. Vielleicht fällt das Spidey. Alter, let's go. Ein Miles am Steuer, ein Spider-Man am Steuer. Zum Glück, dass ich das mal sehe, du, ey. Sollte wohl bald mal den Führerschein machen. Na, Darren, wie geht's dir? Nur, damit ich's verstehe. Das Gerede über die Unterstützung des Museums. Angelas Zeit, die du verschwendet hast. Die Fragen zum Betrieb und zur Sicherheit. Alles Lügen. Und das nur, um die Sammlung zu stehlen? Aber meine Familie... Nein. Ich bin sicher, du magst Musik. Aber diese Dinge gehören dir nicht. Sie gehören dieser Gemeinschaft. Na los, Sir. Sie sind verhaftet. Okay, das war's dann, glaube ich, wohl mit dieser Nebengeschichte. Diese Veranstaltung wäre ohne unsere wunderbare Kuratorin Angela und die Gemeinschaft nicht möglich gewesen. Unsere Zusammenarbeit, um die gestohlenen Gegenstände zurückzuholen, war einfach nur fantastisch. Okay, okay. Danke jedem einzelnen von Ihnen für die Rettung. Ich finde Rio. Ja, ich bin jetzt nicht so drin in Instrumente und Musik, deswegen kann ich da jetzt auch nicht viel dazu sagen, aber ja, ist halt Geschichte und auch schön. Die trainiert geborene Amerikanerin Hazel Scott war ein Ausnahmetalent und eine Virtuosin am Klavier und erhielt bereits im Alter von 8 Jahren ein Stipendium für die Juilliard School in den New Yorker Nachtclubs der Blabla wurde sie zu werden. Ja, schön. Als erste schwarze Frau Amerikas mit einer eigenen Fernsehshow nutzte sie ihre Präsenz, um sich für die Bürgerrechte stark zu machen. Toll. Ist toll. Josephine Baker? All das. Sie war Geheimagentin im Kampf gegen die Nazis? Oh, wow. Josephine Baker. Ein Vorbild. Wow. Zweiten Weltkriegs, auch Geheimagentin der französischen Resistance. Aber sind sie ein Weltmeister des Publikums? Spielt als erste schwarze Frau in der Hauptrolle in der Großhöhe. Schön. Ich hoffe, das ist jetzt nicht Copyright geschützt, was sie gerade hier von sich singen. Wenn ja, dann labe ich ein bisschen mehr rüber hier. Hey, was geht's? Ne? Miles, ist das hier nicht toll? Ich muss gestehen, dass ich noch nie hier war. Aber nachdem ich vom Raubüberfall hörte, wollte ich mal vorbeikommen. Angeblich hat sich der Typ ja eingeredet, dass das Zeug rechtmäßig ihm gehört. Verrückt, was manche Leute sich einreden können. Oh, Genki! Hey! Sie ist fresh, das Genki. Hat wohl alles geklappt. Das Museum ist spitze. Es gibt so viel Musik, die ich jetzt hören will. Nicht wahr? Richtig inspirierend. Mhm. Wollen wir morgen mal frühstücken? Erzähle ich dir von meinen Musikideen. Na klar. Ich sehe mich jetzt noch etwas um. Alles klar, Genki. Ich wünsche dir viel Spaß. Genki, auch ein Ehrenmann. Also der macht ja vieles an Technologie für die Spider-Männer, vor allem auch seine App, die er erfunden hat. Ja, die Beats sind echt einfach krankig. Den Typ muss ich mir mal anhören.
Ja, ich lasse mal hier stehen, oben rechts, wenn ihr es lesen wollt, gerne pausieren. Ich glaube jetzt nicht, dass ich es jetzt durchlesen muss. Das sind halt Geschichten von schwarzen Männern, die was mit Musik zu tun hatten. Schwache, ich kann nicht mal reden, ey. Wenn ihr sehen wollt, lesen wollt, gerne dann einfach pausieren. Hey, so, hey, Sie was haben geht's? Geholfen, das Saxophon zu finden? Ja, Eugene. Ich durfte es halten. Bird entlockte Wunder aus dem Metallteil. Mein Dad liebte Charlie Parker. Er wäre froh zu wissen, dass das Saxophon hier für alle zu sehen ist. Und sie womöglich zur Musik zurückführt. Musik ist Magie. Sind es aber auch echte Künstler gewesen? Das wäre richtig cool, wenn sie hier auch ein bisschen Namen bekommen würden. Noch ein bisschen ja, an Wertschätzung, ja? Das wäre ganz cool, ob das, also wenn es echte Musikanten waren in der damaligen Zeit. Ja, hier ist noch einiges hier. Was ist das hier? Schreibt Gedichte. Auf der Lennox Avenue im Dunkel der Nacht. Okay. Im Schein der Gaslaterne zutage gebracht. Schwingt er von Haus zu Haus. Schwingt er von Haus zu Haus. Schwingt er von Haus zu Haus. Der Text, ne? Gefällt mir. Ja, das Schwingen ist, glaube ich, so das Hauptwort. Claude McKay war ein Jamaikaner. Dichter. Krass. Ich glaube, das sind wirklich echte Menschen gewesen, Idole, ja. Interessant, seine Gedichte feierten die jamaikanische Kultur und lehnten sich gegen den Rassismus auf, den er nach seiner Ankunft in den USA erlebte. Wirklich, schon faszinierend, ey. Alles hier drum und dran, ne? Na? Oh, hey, wir hatten geht's? Auf dich gehofft. Tamila. Wow, cool. Deine Mom ist echt was Besonderes. Das ist sie. Kaum zu fassen, dass er sich als Spender ausgab und dann das Museum ausraubte. Gott sei Dank wurde er erwischt. Ganz genau. Das Zeug gehört hierher und nicht in das Penthouse eines Mannes, wo nur er es sehen kann. Ich kann nicht glauben, dass er dachte, er hätte das Recht, Sachen aus. Ja. Ich war cracked. So, das ist Gabriel Jones, war im Harlem der 1990er ein begnadeter Jazz-Trompeter. Ah, das ist... Nee, wie ist der andere? Es Bird ist echt cool, wie manche Leute Musik machen und gleichzeitig die Welt retten. Karriere bei S.H.I.E.L.D. Warte mal. Kriegsgefangener festgehalten und opferte tapfer sein Leben, um die Menschheit vor einem Virus zu retten, das diese freisetzen wollte. Jones diente später noch im Koreakrieg und legte eine lange und bewährte Karriere bei S.H.I.E.L.D. hin. S.H.I.E.L.D., ja, das ist so eine, ja, ist ja so im Avengers-Universum, S.H.I.E.L.D. Aber die meisten S.H.I.E.L.D. waren ja auch in der Hydra, ne, also halt diese böse, Nazi-Organisation in dem Avengers-Universum, Hydra. Ich würde gerne mit denen quatschen, wenn es geht, mit den beiden Damen. Oder geht das jetzt nicht? Geht das nicht? Hä? Ich glaube, das geht jetzt nicht, oder? Nö, irgendwie geht das leider nicht. Schade. Kann man mit denen noch quatschen hier? Oh, das Leo mit Spidey! Oh, die kleine süße Katze. Die ist richtig süß. Ich wollte mir mal das Saxophon an seinem rechtmäßigen Platz ansehen. Nur dank dir konnten wir das Saxophon wiederfinden. Ach nein, nicht wirklich. Oh. Das verdanken wir Spider-Man. Dem Typ. Nicht der Katze. Naja, das war halt Teamarbeit. Kraule deinem Spider-Man mal die Ohren für mich. Mache ich. Oh, süß. Schon süß, du. So, dann, noch ein bisschen hier. Updancen, upgrooven, oh yeah. Sehr gut, Miles. Ja, bin ich ein großer Tänzer. Ist noch mehr, also hier ist einiges. Oh, das Saxophon von Bird, dann, das, was wir dann gefunden haben. Das Saxophon ist Charlie Parker. Eugene hatte recht. Das machen die MCs. Das muss genauer hängen. Auch Bird genannt, war an der Entwicklung des Bebops beteiligt. Dieser Stil eröffnete der Jazzmusik neue Möglichkeiten, durch Tempoerhöhungen, komplexere Akkordfolgen sowie mehr Freiheit für Virtuosität und Improvisation. Schön, cool. Okay. E-Gitarre noch dazu. Ich sollte mich zu Ende umsehen, bevor ich mit Mario gehe. Ja, ich denke aber, wir haben jetzt eigentlich alles dann schon gesehen. Ich gehe nochmal kurz zur Frau, ob wir vielleicht mit ihr noch ein Wörtchen teilen können, und wenn es nicht klappt, dann gehen wir schon zu Rio Morales und schießen dann die Nebenszene ab hier. Ja, ist wie gesagt toll. Ist schön, hier bis rumzulaufen, aber jetzt können wir Angela, wieder reden. Sehr gut. Ich bin Miles, der Sohn von Stadträtin Morales. Miles, sie spricht die ganze Zeit von dir. Glückwunsch zur Ausstellung. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Dank deiner Mom und Spider-Man natürlich. Puh, dieses Viertel kann froh sein, die beiden zu haben. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir dann zu der lieben Rio und dann, ja, sieht toll aus, Rio. Danke euch allen. Herzlichen Dank.
Angela erzählt, das Museum hat eine Rekordzahl an neuen Mitgliedern. Ernsthaft? Alles wird wow, gut. Wow, toll. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Ma. Jetzt hör mal. Was, wenn wir uns nächstes Mal richtig zusammentun? Ich mit eigenem Anzug. Ma! Vielleicht was Glitzerndes. Ma, stopp. Hör auf. Hör auf. Denk nicht dran. Tanz mit mir. No. Bring mir Salz ab. Toll. Rio und Mal zusammen. Sohn und Mutter. Sehr, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zu den lieben Peter Parker. Wir haben ja schon ein bisschen jetzt Miles Action gesehen. Und dann mal gucken, was der Peter so noch zu tun hat. Zunächst zu Peter schnell. Und was macht der Peter gerade so, ist die Frage. Bisschen trainieren oder wie? Oh, ah, er hat noch seinen Dings am Rücken. Das ist cool, das mag ich voll, ey. Okay, dann würde ich sagen, wechseln wir kurz den Anzug hier. Und dann schwenken wir dann zur nächsten Mission. Wir tragen mal den Spider-Man in the Universe Noir Anzug. Ja, let's go hier. Er hat auch diese Animation. Danny Custer. Geil. Erinnert ihr euch an die Diebstähle im Harlem Cultural Center? Wie sich herausstellt, steckte Darren Shipman dahinter. Wenn euch der Name bekannt vorkommt, liegt das daran, dass er ein Multimillionär ist, dessen Name einfach überall prangt, weil sein Geld überall drin steckt. Heute haben wir eine ganz besondere Person zu Gast, die den angehenden Künstlern unter euch von spannenden neuen Möglichkeiten in Sachen verantwortungsvolle Kunst berichten kann. Begrüßt die bekannte Straßenkünstlerin und Leiterin der Cooper Kunstkoalition, Hayley Cooper. Hi Danica, ich bin Genki Lee, Hayleys Übersetzer. Sie ist hier neben mir. Sie sagt, sie ist besorgt? Oh, aufgeregt. Sie freut sich, hier zu sein. Ich lerne noch. Fantastisch. Willkommen, ihr beiden. Also, hey, erzähl uns von deiner Koalition. Danke, Danica. Danke für die Übersetzung, Genki. Du machst das toll. Danke. Ich bin von Geburt an taub. Mit der Gebärdensprache habe ich mich anfangs schwer getan, also habe ich meine Gefühle gemalt. Ich habe durch Kunst kommuniziert. Das tue ich immer noch. Irgendwann habe ich eine Kopie von einem meiner Werke entdeckt, die zum Verkauf stand. Und es fühlte sich an, als würde ein Teil von mir gestohlen. Deshalb habe ich die Cooper Kunstkoalition gegründet. Eine Vereinigung, die New Yorker Künstler vor Diebstahl schützt. Das ist genial. Es ist höchste Zeit, dass sich jemand gegen diesen verdeckten Diebstahl wehrt. Kannst du uns mehr darüber sagen, wie die Koalition Künstler schützt? Wir passen aufeinander auf und achten darauf, dass wir keine Kopien sehen, wo keine sein sollten. Und wir haben digitale Aktivisten, die auf die Online-Geschäfte achten. Wir sind 63 Künstler und werden jeden Tag mehr. Das finde ich toll. Eine großartige Organisation, die großartige Leute schützt. Wie können aufstrebende Künstler Kontakt aufnehmen? Über unsere Website. Der Link ist auf dem Dannycast-Blog. Schickt ein oder zwei Bilder von euren Stücken und eurem Gewicht und... eurem Namen. Wir melden uns. Und das ist sie, Leute. Die Cooper Kunstkoalition. Irgendwelche Ratschläge, bevor wir uns verabschieden? Ja, Kunst stiehlt man nicht. Uncool. Ganz deiner Meinung, Hayley. Oh, das war ich. Hayley sagt, wenn du das tust, könnte der Künstler dich im Jenseits heimsuchen. Keine Beweise fürs Gegenteil. Bis später, Danny Kids. Alles klar. Sehr. Ich liebe aber alle Figuren in dem Spiel. Na gut, würde ich sagen, nächste Folge dann. Mir wurde auch geschrieben, ich soll mal diese Mission machen mit dem Opa suchen. Wo ist das hier? Keine Angst. Nee, hier. Fotohilfe oder diese Opa-Suche. Genau, dann machen wir das noch dann irgendwann. Und dann gehen wir wirklich zur Hauptmission, Leute. Und dann geht's weiter mit dem Symbionten, mit Peter, mit Harry und alles drum und dran. Und mit Con, das wird sehr spannend sein. Dann würde ich sagen, der Noir-Anzug hat auch diese coole Animation. Wir werden auch für die nächste Folge dann tragen. Und ja, bin zwar sehr gespannt, aber die Nebenmissionen müssen natürlich auch dazugehören. Die Spider-Man-Nachbarschaftsspinne müssen wir auch sein, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Und ja, dann würde ich sagen, gerne supporten, Leute. Liken, kommentieren. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, danke für den Support und ciao.